Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Diese drei möchten Angela Merkel beerben. Doch wer soll denn nun eigentlich ins Kanzleramt einziehen? Ich frage nach. Ich denke mal, auch als Älterer würde ich sagen, es müsste was Neues dran kommen. Also weder die SPD noch die CDU sollte den nächsten Kanzler stellen. Ohne jetzt Anhänger der Grünen zu sein, würde ich sagen, Frau Baerbock sollte das also ruhig machen, dass wir also etwas Neues bekommen. Gerade für Sie, also auch als Fragender, als junger Mann. Ich mag Baerbock. Ich mag es, dass sie eine Frau ist. Ich mag es, dass sie jung ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie meine Interessen am ehesten im Vergleich zu Scholz und Laschet vertreten könnte. Herr Scholz, weil er das ausstrahlt, was wir am nötigsten haben im Moment. Und das kann er. Ob er es nachher gut macht, weiß man nicht, aber er hat auch Erfahrung. Und die anderen, die quatschen zu viel Zeug und das gefällt mir nicht. Ich würde mir wünschen, dass Armin Laschet ins Kanzleramt einzieht. Ich glaube, dass er, wenn man alle Argumente mal zusammen dann rechnet, was CDU und CSU an Programm haben, auch an Inhalten für die Zukunft sich vorgenommen haben, dann glaube ich, dass er der Bessere wäre. Annalena Baerbock. Ich habe auch persönlich Grüne gewählt, weil ich finde, dass es an der Zeit ist für eine Veränderung und weil ich finde, dass Frau Baerbock da die Kompetenzen für hat und nicht immer so alter weißer Mann ist jetzt für mich oder für mich als junger Mensch jetzt nicht wirklich repräsentativ, sondern eher eine etwas jüngere Frau, fühle ich mich eher repräsentiert als jetzt von Herrn Scholz oder von Herrn Laschet zum Beispiel. Also ich fände Annalena Baerbock oder Olaf Scholz ganz gut und die CDU fände ich eher so, ja, das würde auf der Stelle wieder rumtreten, deswegen fände ich SPD oder Grüne ganz gut, ja. Ich denke, dass keiner der Kandidaten oder Kandidatinnen perfekt geeignet ist. Aber ich könnte mir entweder Olaf Scholz oder Annalena Baerbock vorstellen, dass die das gut machen würden. Laschet sollte einziehen, weil er die Grünen grün sein lässt. Und die Schwarzen sind auch eine ökologische Partei geworden. Und er ist nicht einer, der den Führer rausgibt, sondern der lässt die Menschen, die Minister auch, Minister sein und auch ihre Werte darstellen. Das ist das, was ich gut finde. Am besten Olaf Scholz, damit quasi der Mindestlohn für alle steigt. Und 10 Millionen Bürger sind, glaube ich, überzeugend genug, oder? Wer dann tatsächlich ins Kanzleramt einzieht, entscheidet sich am Sonntag. Und entscheiden tun Sie. Also gehen Sie wählen und machen Sie den Unterschied.